Dank, lieber Nikolaus. Moment. Bitte? Ach so. Du redest aber nichts, ne? Willkommen, meine Damen und Herren. Dankeschön. Mein Name ist Atte Moos. Ich bin Ihr Gastgeber. Hallo. Vielen Dank. Sehr festlich. Hallo. Sehr weihnachtlich. Eine große Meldung heute für alle Fußballfans. Mitten in der Winterpause ein sensationeller Transfer. Bahnt sich an. Bruno Labbadia wechselt für 4 Millionen Mark vom 1. FC Köln zu Werder Bremen. Ja, von Köln zu Bremen, Begründung, mir doch wurscht, mit wem ich absteige. Borre, ich habe gestern Tag 1 angemacht und habe das Borre gesehen. Haben Sie gestern Abend Boris Becker gesehen? Ja, war das toll? Er hat den Heiratsantrag an Barbara, er hat nie Babs gesagt, sondern immer Barbara, ja, bei McDonald's gemacht. Sie hat ihn 2 Jahre zappeln lassen, 16 Mal abblitzen. Und ich glaube, er hat es am Anfang sehr schwer mit dem Heiratsantrag, weil er hat sich gesagt, um welche Hand soll ich anhalten? Vorhand oder Rückhand? Das ist meine neue Geste, wenn ich was nachdenke. Ja? Ich habe nachgedacht, warum hat Boris überhaupt sich bei McDonald's aufgehalten? Warum war Boris Becker bei McDonald's? Klarer Fall, er wollte den Service verbessern. Das Erstaunliche für mich ist, das Komische ist doch, ja? Ja, normalerweise, wenn einen bei McDonald's jemand anspricht und der hat rote Haare, bleiche Haut, und ein Sprachfehler sagt man, hey, Ronald McDonald. Jetzt wird's ernsthaft, meine Damen und Herren, denn Boris Becker und seine Gattin Barbara und natürlich Sohn Noah Gabriel möchten Deutschland verlassen. Zu viel Rassismus, zu viel Gewalt und sie wollen stattdessen nach New York. Ja, eine sensationelle Entdeckung wurde jetzt gemacht, und zwar die beliebte Raumstation Mir. Die beliebte Raumstation Mir wäre 1994 beinahe abgestürzt, und zwar nach einem Telefonat mit Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl. Er hat so lange mit Ulf Merbold telefoniert, noch 2 Minuten, dann wäre die Batterie des Raumschiffs komplett leer gewesen. Und ja, ist es wirklich wahr, und es wäre abgestürzt. Ja, es dauert natürlich einige Zeit, bis man einem Mann wie Helmut Kohl klar machen kann, was Schwerelosigkeit bedeutet. Und ich war so erleichtert. So. Das kenne ich von früher, weißt du, als noch hoch Schnee lag bei mir zu Hause. Da bin ich so in die Schule. Und ich war sehr erleichtert, dass der Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hieß und nicht Rudolf Scharping. Weil ich habe mir vorgestellt, wenn Scharping mit der Raumstation telefoniert hat. Hallo? Ich war... Das hat bitter wehgetan. Eine sehr, sehr elende Meldung, meine Damen und Herren. Wir wollen die Armen dieser Welt nicht vergessen. Monaco hat 30 Arbeitslose. Das kam heute raus. 30 Arbeitslose in Monaco, das müssen noch 2 außer der Fürstenfamilie sein. Und das Tolle ist, ja, Moment.
Die gehen in Monaco nicht stempeln, sondern die haben Siegelringe. Dafür. Leute, die in Monaco nicht arbeiten, kommen jetzt in den öffentlichen Dienst. Das hat mir gut gefallen, weil das ist wie bei uns. Und ich habe mir vorgestellt, wie sieht das Arbeitsamt in Monaco aus? Sektempfang, kleine Lachshäppchen, bisschen Kaviar. Zurzeit Topstellen, die beim Arbeitsamt Monaco angeboten werden, sind Leibwächter für Prinzessin Stephanie, Badetuchwärter für Schumacher, Mechaniker bei Rolls-Royce. Und das wirklich Wichtige. Sie kennen diesen Film, Die oberen 10.000, der jetzt nochmal wieder kommt an Weihnachten, mit Grace Kelly und Bing Crosby und Frank Sinatra, wo die in dem Boot sitzen und singen, Sunten, wind blown, honeymoon is at last. Kennen Sie nicht den Film? True Love. Einige sind jetzt schon sehr festlich. Frank Sinatra wurde, glaube ich, vor 5 Wochen 80. Die Party dauert an und ich habe lange überlegt, wie heißen die großen Hits von Frank Sinatra. Auf 3 bin ich gekommen. Der 4. Hit von Frank Sinatra war der hier. Ich bin verliebt in die Liebe. Sie ist okay, hey, für mich. Verliebt in die Liebe und vielleicht auch in dich. Hey, Honey, weißt du, was mir fehlt? Hey, Honey, weißt du, was mich quält? Ich denk die ganze Zeit nur noch an Zärtlichkeit. Rings um mich her ist alles so leer. Mein Herz von SOS, komm bitte per Express, denn ich wär gerne bei dir. Das ist der 4. große Hit von Frank Sinatra. Es gibt Neues aus England und zwar die Kirche befiehlt Prinz Charles keinen Sex mehr mit Camilla Parker Bowles. Sie wissen, kein Sex mehr mit Camilla Parker Bowles. Das heißt, die englische Kirche hat immer noch große, große Schwierigkeiten mit der gleichgeschlechtlichen Liebe. Etwas sehr, sehr Romantisches ist passiert. Eva Herrmann, Modeschöpferin, Moderatorin, attraktive Tagesschausprecherin, hat kurz vor dem Fest ihr ganz privates Glück gefunden. Sie hat geheiratet. Ist er nicht herrlich, oder? Eva Herrmann hat geheiratet, ja. Und zwar ganz heimlich. Und ich habe mir überlegt, wäre es nicht vielleicht besser, sie heiratet öffentlich und liest heimlich die Tagesschau. Und ich möchte mal wissen, meine Damen und Herren, die Königin von England, ja, kein Sex mehr zwischen Charles und Camilla Parker Bowles und diese Hochzeit von Eva Herrmann. Es wird Zeit, dass die Queen mal richtig auf den Tisch haut, wirklich. I want a fucking Scheidung! Es gibt etwas sensationell Neues und zwar jetzt in Entwicklung Handys, die nicht mehr klingeln, sondern vibrieren. Sie wissen, das hat immer gestört im Kino, die neuen Handys vibrieren. Ich weiß nicht, wo man die trägt, auch noch wahrscheinlich in der Jackentasche. Und Hersteller von Vibratoren arbeiten jetzt bereits an Vibratoren mit eingebautem Anrufbeantworter. Ja. Schatz, ich komm gleich. Wenn die Queen das erfährt, wird höchste Zeit, dass sie mal richtig auf den Tisch haut. Aber wirklich, ja? Wo gibt's denn sowas? I want a fucking Scheidung! Heute Abend, meine Damen und Herren, Martin Semmelrocke, Christoph Daum, Grace Jones und in weihnachtlicher Stimmung Helmut Zerlett und Band. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserer großen Weihnachtssondersendung. Und ich stelle mit Entsetzen fest, wir haben alles, aber wir haben keinen Weihnachtsbaum.
Helmut, das ist doch fürchterlich, oder? Wo ist unser Weihnachtsbaum? Herr Fleet, danke schön. Wunderbar. Hallo. Ein fantastischer Baum. Und Herr Fleet, vielen Dank, aber wir haben keinen Schmuck. Der Baum hat keinen Schmuck. Wenn ich nicht alles selber mache. Helmut, ich gehe schnell raus, bitte einen Schmuck holen. Ja? Kümmere dich bitte um das Publikum hier. Ich bin gleich wieder da, meine Damen und Herren. So, bis gleich. Das ist so wichtig, dass dieser Weihnachtsbaum ein bisschen Schmuck hat, denn der sah sehr nackt aus. Auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blieb. Mitten im Wort darf man enden, wenn der Applaus zu Ende ist. Und ist er nicht schön, unser Weihnachtsbaum? Mein Gott, jetzt ist er. Ja, das ist Waldsterben, das Spaß macht, oder? Meine Damen und Herren, ich freue mich auf meinen ersten Gast. Vor 6 Jahren haben wir uns mal kurz kennengelernt. Jetzt hat er extra seinen Weihnachtsurlaub für uns unterbrochen. Begrüßen Sie ihn festlich, begrüßen Sie ihn mit Kerzen, begrüßen Sie ihn mit Kugeln in den Augen. Hier ist Martin Semmelrogge. Du willst mir einen Bussi geben. Ich soll dir eins geben. Du sollst mir einen Bussi geben? Ich soll dir ein heißes Lutschküsschen geben. Von wem? Von wem? Nächstes Mal kriegst du es von Iris persönlich. Das ist deine Freundin? Meine Freundin. Wirklich? Und die hat gesagt, ja. Küsse ihn von mir. Ja, genau. Hey, sieht sehr gut aus, deine Freundin. Kuss. Ich habe ein Foto gesehen.
Wie kommt es, dass du auf diesen Rollerblades, so heißen die Dinger, ja? Ja. Heißt es Online-Skating? Online-Skating, Pro-Line, ja. Hypo. Hypo? Ja, hast du auf Kredit gekauft? Nein. Wie kommt es, dass du auf den Dingern hier reinfährst? Na, ich habe mir 20 Jahre den Arsch abgespielt und dann offenbar aus Versehen wurde ich dann mal als Bulle besetzt. Ich muss sagen, ich habe jetzt den kleinen Bullen daraufhin in mir entdeckt. Und das Drehbuch, ich hatte da fehlten 10 Seiten und kriegte nachts um 12 die Seiten und da stand rein Skateboard fahren. Aha. Ich bin der Abhörspezialist und irgendwas klappte nicht, Folkloregruppe, also da muss ich da Skateboard, konnte ich nicht. Und ich hatte mir irgendwie diese Rollerblades in den USA mal gekauft und habe ich auf dem Hotel früher nachts dann so um 3 früh geübt, bin dann hin und her gefahren und ich wusste nicht, wie man bremst, wie jetzt, also ungefähr. Ja. Und fuhr dann auf einmal in ein Zimmer rein, also flog da so rein und rettete mich an einer hübschen Frau und fiel da so um den Hals. Wir landeten fast auf dem Bett da, in diesem fremden Hotelzimmer. Mir war das natürlich total peinlich. Ich habe mich gleich entschuldigt, es tut mir furchtbar leid, das erste Mal, ich muss üben für eine Rolle und so. Entschuldigung, es war keine Attacke. Und die grinste so, naja, also für einen, der noch nicht Rollerblade fahren kann, kannst du ja Frauen ganz gut erschrecken. Scheinst du nicht uninteressant zu sein, sagte ich, möglich. Gab ihr einen Bussi. Sag mal. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ich gab ihr einen Bus, ich sage, ich melde mich mal wieder. Dann habe ich über eine Freundin, irgendwie wusste ich, dass das auch eine Schauspielerin war und habe dann rausgekriegt, dass es in Iris Unik war, die eine andere Position gedreht hat. Und ich habe sie dann später mal angerufen und auf dem Harley-Ritt eingeladen. Und so kommst du zu diesem heißen Kuss. Das ist toll, aber nochmal, weil ich habe selten so eine realistische Geschichte gehört. Also, der Punkt ist ja, du fährst nachts auf dem Hotelflur. Und dann ist die Tür offen. Warum war die Tür bei Iris offen? Ja, die war scheinbar nicht richtig zu. Also die war genau neben meiner. Ach so. Und irgendwie, die war zwar nicht offen, aber die war halt irgendwie, ich bin halt da voll gegengerumst. Und irgendwie mit meinem Gewicht und so. Und unglaublich. Unglaublich, ja, es gibt so Sachen, das sind unglaublich. Und dann auf der Harley seid ihr euch gleich näher gekommen? Ja, dann hat es furchtbar geregnet und ich habe erst mal voll Gas gegeben und habe immer nach hinten gefasst, ob sie noch da ist und so ein bisschen so. Ja. Das fand sie irgendwie toll. Und dann, so hat sich das ergeben und dann sind wir dann bei ihr zu Hause gelandet, pitchnass. Und naja, der Rest der Story. Kann man sich denken. Ja. Du bist jetzt extra aus deinem Urlaub gekommen in Florida. Fliegst auch morgen früh wieder zurück. Ja. Ja? Machst du immer Urlaub in Amerika? Also immer über Weihnachten, Neujahr, da habe ich Zeit, ein bisschen Ruhe und einfach mal 4 Wochen einfach die Seele baumeln lassen. Und ja, fand ich toll, die Show habe ich letzten Samstag gesehen und ja, wie gesagt, meine Freundin auch und hat gesagt, ab. In das Flugzeug. Und wir, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, das war in Berlin, vor 5 Jahren, ja. Da warst du da mit deinem Sohn und mit einem geliehenen Ferrari. Das hat das Team auch sehr beruhigt, als du danach Ende der Sendung gesagt hast, nur kurz ein Wasser, weil ich muss halt nach noch von Berlin, ich glaube nach München zurück, ich habe einen Ferrari geliehen. Stimmt, ja. Da waren alle auch leicht nervös. Ja, ja. Ja. Aber wie man sieht, hat es gut geklappt. Stehst du so auf schnelle Autos? Ja, ich kam dann noch in so einen Unfall in der Ex-DDR. Ja, ich stehe eigentlich auf... Du, wer war schuld? Du nicht? Nee, ich war nicht schuld. Nee. Kam einer auf Rollerblades entgegen? Oder? Nee, so ein dicker LKW. Der kam quer. Aber es ging... ich fahre ganz gern schnell, aber mittlerweile, wie gesagt, unser Theo, unser Heizer, der heizt auch manchmal ganz gern, wurde recently auch mal am Steuer meines Autos gesehen. Also ich muss ein bisschen aufpassen jetzt. Mit Strafzettel und so weiter? Ja, mit Blitzen und so. Ja? Ich fahre jetzt ein bisschen vernünftiger in Zukunft. Weißt du, wie viele Punkte du hast? Noch nicht genau, aber jetzt warten wir mal das neue Jahr. Und in Amerika wird das ja richtig teuer, ne? Ja, hier auch jetzt mittlerweile. Ja? Was war so das Höchste, was du gleich abgedrückt hast? Na, einmal Fahrverbot, 4 Wochen. Also 200 Mark. Kann ja auch eine Form von Selbstschutz sein.
Ja, ja nee. Also, mit vier Wochen. Was ich erstaunlich finde, du warst ja früher der Bösewicht vom Dienst. Ja? Du warst der Bankräuber, der Dealer, das war dein Fach in allen Derricks, Kommissar und so weiter. Jetzt sieht man dich plötzlich im Film mit Uschi Glas, Anna Maria, und du spielst einen Ökobauern. Ja, also der, was Hanf anpflanzt oder so, ich weiß es nicht. Ja? Ja. Wie ist die Zusammenarbeit mit Uschi Glas? Ja, besser Hanf als Most. Aber, ja. Das war eigentlich eine Sache, dass ich mal, wie gesagt, mal in ein anderes Fach kam. Ja. Das ist einfach schwierig. Man muss immer den Leuten irgendwie den Floh ins Ohr setzen. Und, ich kann auch was anderes, ja, eine andere Richtung. Genau. Und das wie war das mit Uschi Glas? Nee, toll, ist eine tolle Frau. Sehr aparte, tolle Frau. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit ihr. Ich kenne sie auch schon seit 30 Jahren fast. Als kleiner Bub habe ich sie immer schon gesehen, wenn sie mit ihrem Schlitten da vorbeifuhr, die am Offenen. Dann habe ich sie immer bewundert. Wie Schlitten? So. Auto oder ja, so Nikolaus? Daimler. Ach so, ja. Wie damals schon Daimler? Ja, die gefahren. Hatte so ein SL, so einen weißen damals. So einen alten, 190er, glaube ich. Ja, rote Ledersitze? Ja, ja, so weiß und rot. Und fuhr dann immer so in München nach Grünwald spazieren. Dann habe ich mal geschaut an der Klingel und so, Uschi Glas. Dann dachte ich, mal schauen. Und jetzt musste sie ja in der Rolle richtig ein bisschen anbaggern, ne? Ja. Ja. Nee, ich bin jetzt, habe das jetzt mal gemacht und bin jetzt aber, drehe jetzt aber die Straßen von Berlin. Das ist die neue Serie, die jetzt angelaufen ist? Für ProSieben, ja. Das geht immer um, das es ist eine ziemlich ernste Geschichte, ums organisierte Verbrechen. Und eben die neuen Diktatoren, diese Neureichen, die jetzt Cabrio-Fahrer, Villenbesitzer. Und das ist eigentlich nicht so lustig. Und ich finde es ganz wichtig, dass man da mal ein bisschen das auch den Leuten zeigt, was eigentlich abgeht. Da. Richtig. Dann machst du Musik demnächst, eine Platte als Sänger. Ist die Platte schon fertig? Ja, nachdem ich jetzt, glaube ich, noch der Letzte von der Boot-Crew bin. Ja, keine Platte gemacht hat, wurde es langsam Zeit. Seit 2 Jahren bin ich schon dran an Texten. Texte sind mir für mich auch sehr wichtig, müssen ein bisschen ironisch sein. Dann muss es gut grooven, Musik ist wichtig, also Balladen, Blues, Rock'n'Roll, Rock. Und habe jetzt einen Spielfilm gemacht, Black Jack, für die wilden Herzen. Läuft im Frühjahr an, da spiele ich einen Rocksänger, also einen Multimillionär, der burnt out ist, der kein Lampenfieber mehr hat, dem das Leben eigentlich keinen Spaß mehr macht. Und der trifft einen Bankräuber und wir tauschen die Rollen und ich werde Bankräuber und er wird Popsänger und das ist die Geschichte. Und da singe ich eben den Titelsong Kleiner Zocker und noch 4 Titel. Und da, also ich denke, im Februar wird die Platte dann rauskommen. Wenn die Platte draußen ist, bringst du deine schöne Freundin mit? Ja, kommst wieder mit Band und spielst hier live. Sicher. Morgen früh 7.50 Uhr geht's zurück nach Florida. Ja. Ja, schöne Weihnachten und Vorsicht mit den Rollerblades. Ja. Ich danke dir. Martin Schenkel. Danke dir. Tschüss, mein Lieber. Nimmst du es bitte hinter. Danke. Was gibt's eigentlich Neues aus dem Leierkasten? Ich habe gestern angerufen. Heute stand gar nichts Neues in der Zeitung, oder? Ich glaube, das wird bald auch eine eigene Serie, eine Vorabendserie irgendwie. So, weißt du, dass einer mit dem Leierkasten so die Moritat singt, ja? Von Töppi. Soll ich mal singen? Ja? Das Schöne bei so einem Leierkasten ist ja, es geht lange, bevor es richtig losgeht. Der Töppi, der war mal in München als Leierkassenmann. In Mainz werden sie ihn jetzt lünchen. Demnächst muss er täglich ran. Das ist nicht so einfach. Pass auf. 2. Strophe, ja. Er hat 4-mal unterschrieben bei der schwarzen Melanie. Dabei hat es nur 1-mal getrieben. Ein Marathonmann war er nie. Jetzt! Er war noch nie Überflieger,
Sein Skript war stets recht klein. Jetzt singt die ganze Bundesliga. Köppi, einer geht noch rein. Ich glaube, viele fragen sich in diesen Tagen, was trage ich an Silvester? Was trage ich, was neu ist, was radikalen Schick hat und was noch nie da war? Und es gibt eine Stadt in Deutschland, ich glaube, die man mit Mode und radikaler neuer Mode verbindet, das ist Stuttgart. Ganz bestimmt. Und ich freue mich sehr, Ihnen jetzt eine kleine Kollektion präsentieren zu können von Mode made in Stuttgart mit Pompös und Couture. Bitte schön, Herr Klöckler. Merci. Ich muss sagen, Kompliment und ich freue mich, jemanden zu Gast zu haben, wo man Schwäbisch schwätzen können. Das freut mich auch, dass ich bei Ihnen bin, wo Sie auch Schwäbisch schwätzen. Ich habe Ihnen auch was mitgebracht aus Stuttgart. Und zwar diese Mütze. Denn jetzt haben wir ja gesehen, wie Marischa aussieht ohne Mütze. Aber jetzt würden wir auch gerne mal sehen, wie Sie aussehen mit so einer Mütze. Ist die Mütze meine Kopfgröße? Ich müsste hinkommen. Was schätzen Sie, was ich für eine Kopfgröße habe? Ja, Sie gehören zu den großen Köpfen. Ja. Und das war schon für meine Mutter hart bei der Geburt. Ist so. Das ist so. Ich habe Kopfgröße 61. Das ist heftig. Und ich sehe, das ist 58, die ist zu klein. Aber zur Demonstration kann man das ja mal. Ja, es sieht so ein bisschen aus nach Matrose, aber es ist zu klein. Es ist zu klein. Aber man setzt sich so rum auf. Aber so rum, ja. Aber wir werden Ihnen eine anfertigen. Das wäre schön. Darina, ja. Ich muss sagen, Sie selber tragen auch radikal das, was Sie entwerfen? Das ist richtig. Es ist ja nur ein Teil dessen, was ich entwerfe. Die Haute Couture ist eigentlich dazu da, um zu zeigen, was man kann. Eben. Die große Schneiderkunst zu zeigen. Und natürlich entwerfen wir auch tragbare Mode, wir entwerfen auch Mode für jeden Tag auf der Straße. Nur damit fällt mir ja nicht auf und da wollten Sie mich ja heute auch nicht haben. Sie wollten ja schon die radikale die Mode. Die teure Mode, wer kauft solche Kleider wie die wir gerade gesehen haben? Ja, also am Anfang waren es Künstler, Leute aus der Wirtschaft und so weiter. Und Namen bitte. Irgendwann, ja, das verstehen Sie, Sie wollten auch nicht genannt werden, wenn Sie bei mir kaufen würden. Man wird es aber sehen, wenn ich wahrscheinlich so einen Anzug tragen würde, oder? Ja, sagen ja. Würde, du hast dich neu eingekleidet. Aber, das ist richtig, aber im Grunde genommen machen wir für jeden Mode. Also wir machen selbst graue Mäuse farbig. Tatsächlich? Das ist richtig. Haben Sie Prominente aus dem Showgeschäft? Die wollen ja genannt werden. Nein, ich will zwei Ausnahmen machen. Wir haben einen sehr bunten Kabarettist, Matthias Richling. Der Matthias Richling! Das ist richtig, ja. Nein! Den kleiden Sie ein? Den kleide ich ein, genau. Kann doch nicht so lange ruhig stehen bleiben, bis Sie alles anprobiert haben, ja? Hallo Matthias! Und zum Beispiel auch eine liebe Freundin von uns, die Chaka Khan, lässt alles bei uns machen. Das sind also zwei Prominente, die... Ja, und noch einen dritten, den ich persönlich gut kenne und sehr verehre, Hartmut Engler von Pur. Das ist richtig, ja. Ja, der Sänger von Pur wird von Ihnen eingekleidet, sieht aber doch irgendwie eher so mehr ledermäßig aus, wenn man ihn sieht. Ja, aber wenn Sie mal die Videos richtig anschauen, hat er immer sehr ausgefallene Jacketts an. Richtig. Ja, also stimmt. Diese Brille, Eigenkreation? Diese Brille ist keine Eigenkreation. Sie hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das sage ich, warum nicht auch mal von jemand anderes etwas Chanel? Tragen? Nein, nicht Chanel. Nein. Ein junger Mann, der Brillen herstellt. Und sagt, warum nicht? Nein. 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 Metzler. Ja, ich kann es ja gestehen, da ich ein armer Mensch bin, ein Kassengestell. Ein Kassengestell? Ein Kassengestell, ja. So was gibt es als Kassengestell? Ja, mit diesen Pailletten drauf? Das gibt es als Kassengestell. Für lichtempfindliche Augen. Es sieht toll aus und die Gläser sind innerhalb noch mal verlaufen, die bisschen wie bei Lagerfeld. Ist das ein Vorbild für Sie? Ich habe ja nicht keine Vorbilder, nein. Also es ist irgendwann im Leben hat man Vorbilder, aber man sollte davon wegkommen. Man muss irgendwann wissen, wer man selber ist, was man machen will, was man tut, was man nicht tut und was man kann, was man nicht kann. Und ich bewundere ihn. Ja, der Mann kann was. Absolut, sagen viele, ja. Diese Ringe hier, ja. Das sind Sachen, die kann man ja im Alltag nicht tragen, oder? Ich meine, mit sowas kann man nicht im Bus steigen oder spülen oder so, das ist ja... Ja, kann man schon, aber man tut es nicht unbedingt. Aber da ich heute zu Ihnen gekommen bin, ich habe auch kleinere, aber da habe ich gedacht, nee, ich kann ja keine kleinen anziehen, ich gehe auch nicht zu Schmidtchen, ich gehe ja zu Schmidt, muss ich einen großen Ring anziehen, keinen kleinen. Wenn du zu Schmidt gehst, zieh den großen Ring an, sagt das eigentlich. Ich kann ja kein Ringchen anziehen. Ja.
Was ich faszinierend finde, Sie beschäftigen sich mit einem Thema, zu dem ich gar keinen Zugang habe, Reinkarnation. Das ist richtig, ja. Das heißt, Sie sagen, Sie selbst, Harald Glöckler aus Stuttgart, haben bereits mehrfach gelebt. Ja, ich glaube an das Thema, ich meine, Sie waren ja selber auch in Kirchendiensten einmal, wenn ich richtig informiert bin. Richtig, und da wusste und ich, man lebt nur einmal. Ich weiß nicht, an was Sie glauben, nur ich glaube daran, dass es einfach ein Leben nach dem Tod gibt. Daran glaube ich. Und ich glaube, dass zwar der Körper vergänglich ist, aber die Seele oder Energie bleibt. Energie geht nicht verloren. Und ich habe reinkarniert, ich wollte es wissen und glaube an diese Geschichte. Was heißt es, ich habe reinkarniert? Mehrmals täglich oder ist es, also wie kann man sich das vorstellen? Man könnte es mehrmals täglich machen, aber ich meine, manche Leute machen mehrmals täglich Sex, aber ich meine, das muss man auch nicht unbedingt machen, aber andere reinkarnieren vielleicht mehrmals täglich. Nur nee, also man reinkarniert nicht mehrmals täglich. Man wird, die einen lassen sich in Hypnose versetzen, das habe ich nicht gemacht, man kann sich in Trance-Zustand versetzen lassen. Wichtig ist dabei eigentlich, was es einem bringt, und mir hat es einfach, sagen wir mal, auf der Menschenbasis sehr viel gebracht. Ich kann mich auch anders in andere Menschen reindenken. Und es geht mir einfach darum, dass ich wirklich an die Geschichte glaube. Es kann nicht, wir sterben, werden da runtergelassen, sind tot und es tut sich nichts mehr. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Energie bleibt bestehen. Das ist der Punkt. Und können Sie sich vorstellen, als was Sie eventuell wiederkommen? Vielleicht als Harald Schmidt. Denn ich meine, im jetzigen Leben, so weit weg bin ich ja nicht. Jetzt heiße ich Harald Glöckler, vielleicht heiße ich dann Harald Schmidt. Ja, aber ich habe gar nicht einen Körper für so eine Wiederkunft. Also mit solchen Klamotten. Wir haben doch, ja, aber wenn Sie gerade zugehört haben, ich habe doch gerade gesagt, der Körper vergeht. Sie bekommen einen anderen Körper. Wie, Sie kommen als ich in einem anderen Körper wieder? Ja, sicher komme ich im anderen Körper dann wieder. In dem von Richling? Wenn es Mode ist, dann komme ich als in von Richling, ja. Wie teuer sind Ihre Kostüme, zum Beispiel dieser Anzug? Erinnert mich zum Beispiel sehr an Elvis Presley, von der Machart her, mit diesem Kragen auf Taille gearbeitet, unten der Schlag. Habe ich schon mal gehört, ja. Nochmal, also das, was ich von trage... Von wem? Haben Sie schon mal gehört? Heute Abend hat es jemand zu mir gesagt. Es sieht ein bisschen aus wie Elvis Presley. Ja, also, ja. Aber es macht eine tolle Figur. Also es Dankeschön, Dankeschön. Ja, also die... Ja, wirklich, auf Taille. Nein, nochmal, also das ist Couture. Natürlich, das geht bis zu fünfstelligen Summen. Aber es wird ja auch diese tragbare Mode gemacht, die absolut verkäuflich ist, auch für jeden erschwinglich ist, für jeden Geldbeutel. Wir sind da jetzt, Köln freut sich schon, wir werden im Februar auf der Messe sein, auf der Kölner Jeansmesse, wo wir zum ersten Mal eine große Kollektion für die breite Masse von kleinen Geldbeuteln vorstellen werden. Auch flippig, wie diese hier, nur im anderen Preisschau. Herr Glöckler, ist ein harter Job in der Modebranche, finde toll, dass Sie diesen Weg gehen, wünsche Ihnen viel Erfolg, schon als schwäbischer Landsmann und vielleicht kommen wir mal vorbei, wenn ich nach Metzingen fahre zum Einkaufen. Das würde mich sehr freuen. Ja? Ja, alles klar. Danke Ihnen. Bis dann hier noch. Ja, danke. Ciao. Harald Glöckler von Hochhöß. Was ist denn mit ihm hier, du? Ich hab doch gesagt, schmeiß ihn raus. Jetzt sitzt er mir hier auf der Treppe. Hä? Was soll denn der Quatsch? Scheiße, ey. Was soll das hier? Typen mit Perücke? Bist du schwul oder was? Schmeiß ihn raus! Also okay. Ich wirklich, wie kommt ihr denn rein hier? Jeden Abend? Hier, hey! Bring doch mal mit René Mathieu! Ist doch wirklich. Er sitzt jetzt schon ganz nah hier an der Treppe. Jetzt, das Fest steht ja unmittelbar bevor. Und es müssen nicht immer teure Geschenke sein, gerade für die lieben Kleinen. Jetzt kommt einer. Meine Lieblingsnummer des heutigen Abends, die ich deswegen ein bisschen ausführlicher vorbereite, weil es eine sehr komplizierte Nummer ist und weil es sich dann mit dem ganzen Charme, mit der sich diese Nummer auflöst, wirklich lohnt, dass man sich ein bisschen Zeit lässt. Darf ich bitten, dass Sie jetzt ganz ruhig sind. Ruhe bitte, das muss ja einmal für 10 Sekunden möglich sein. Jetzt, liebe Kinder, heißt es, Papi staunt Bauklötze. Oh! Und das hier, Sie wissen ja, beim Fest, wenn der Besuch kommt und so weiter, nach einer gewissen Zeit hat man sich dann doch eher weniger zu sagen. Da empfiehlt sich diese sympathische Gesprächsbremse.
Haben wir eigentlich ein bisschen Pausenmusik, falls wir zu kurz werden? Ja. Ja? Denn da hätte ich schon Angst. Da haben wir ein bisschen wenig Material. Falls die Sendung zu kurz wird, können wir das spielen. Das kennen Sie ja, wenn ein Sinfoniekonzert zu früh endet. Nur falls wir zu kurz werden. Also sieht nicht so aus, aber falls, würden wir das spielen. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, jetzt einen großartigen Sportler und sehr, sehr erfolgreichen Trainer begrüßen zu dürfen, der seit fast 2 Jahren in der Türkei zu neuen Erfolgen eilt. Herzlich willkommen, Christoph Daum! Das ist eine Überraschung. Von wem waren die beiden hier? Das ist eigentlich etwas, was ich aus der Türkei mitgebracht habe, denn dort gehen die Menschen etwas mehr aufeinander zu. Und dieser Begrüßungskuss sollte eigentlich gleich eine, sagen wir, innigere Atmosphäre herstellen, damit nicht, sagen wir, die Sache heute zu kritisch und zu zynisch wird. Das wird es mit Sicherheit nicht. Ich habe auch was gelernt. Vielleicht, wie in der Türkei üblich, ein Tässchen Tee. Chai ist sie mir rum. Jederzeit, gerne. Tee! Sehr schön. Danke, Tee. Ich hoffe, es ist einigermaßen wie im Original, ja? Ja, Aas Schäckerli. Aas Schäckerli, das heißt, schmeckt ganz gut, oder? Nein, etwas Zucker, das ist gut so. Aas heißt ein wenig Schäckerli, Schäcker, gibt es auch in anderen Ländern so ähnlich. Zucker, Schäcker kann man vielleicht abnehmen. Aas Schäckerli. Ja. Wie fit sind Sie schon in Türkisch? Ja, ich könnte sagen, Bugün burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Das heißt, so viel wie heute Abend hier zu sein, macht mich sehr glücklich. Ja. War das denn... Man sieht es auch hier, Sie haben die deutsche Fahne und die türkische Fahne nebeneinander. War das so die größte Überraschung, wie offen, wie herzlich die Türken sind und gerade wie gastfreundlich die sozusagen jemand aus Deutschland aufnehmen? Ja, ich kannte natürlich hier auch sehr viele Türken schon, habe auch, weil ich aus Köln komme, natürlich auch dort sehr viele türkische Freunde gehabt. Aber sagen wir mal, das mal in einem Land zu erleben, ist eigentlich etwas ganz anderes. Und das sollte eigentlich so auch von mir mit so einem Beitrag sein, um allen zu sagen, geht aufeinander zu. Ich bin jetzt in der Türkei ja im Prinzip Ausländer und werde dort total herzlich aufgenommen und versuche eigentlich dort so ein bisschen auch wirklich als Botschafter aufzutreten. Denn wenn irgendwas aus Deutschland kommt, dann werden wir natürlich immer wieder angesprochen. Ist das so schlimm, wie was mal in Solingen war oder da und da? Sage ich, nein, das ist nicht Deutschland. Und ich glaube, wir können da mit unserem Auftreten unheimlich viel für die Völkerverständigung tun. Und das macht auch sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Gibt es nicht große Extreme, dass man sozusagen sagt, wenn man gewinnt, dann ist man der King. Und wenn man nicht gewinnt, dann ist man nicht so ganz der King und muss von der Staatsmacht ein bisschen geschützt werden. Ja, okay, das war natürlich sehr höflich ausgedrückt. Über so viel Rücksichtsnahme wundere ich mich eigentlich. Nein, in der Türkei ist es knallhart. Also alle, die meinen, dass sie hier in Deutschland schon mal von den Medien irgendwie auf die Schippe genommen werden, kann ich nur sagen, dass gewisse Boulevardblätter, um jetzt hier keins zu nennen, die bezeichne ich im Vergleich zu den türkischen Zeitungen als Kirchenblätter. Da geht es also ganz anders zur Sache. Dort werden dann gleich ganz martialische Dinge gewählt, wie er hat die Mannschaft ermordet, er hat die Mannschaft verraten. Und auf der anderen Seite aber wieder, wenn du gewonnen hast, dann bist du wieder der Pascha vom Bosporus. Und mit diesen Hochs und Tiefs lernst du aber dann sehr schnell umzugehen, nimmst das Hoch nicht mehr so ernst und das Tief auch nicht mehr so. Und wird es dann richtig gefährlich, wenn die Fans sozusagen militant werden? Oder ist es so, dass sie nicht mehr aus dem Haus können? Das ist eigentlich, sagen wir mal, noch das Erfreuliche. Wenn diese Situation eintreten würde, 24 Stunden später würde ich meine Koffer packen. Aber genau eigentlich das Gegenteil ist der Fall. Die Leute sind unheimlich freundlich, herzlich, auch von anderen Vereinen, nicht nur jetzt die Beşiktaş-Anhänger. Und ich muss sagen, das Leben, die Lebensqualität dort ist für uns sehr, sehr angenehm. Und wir fühlen uns dort sehr, sehr wohl, auch trotz vielleicht gewisser Misserfolge, die man zu verarbeiten hat. Aber da zeigt sich ja erstmal Stärke. Im Misserfolg verarbeiten, da hätten Sie auch in Köln bleiben können. Ne? Aber da wollen wir nicht weiter vertiefen. Für Sie lief es ja hier in Köln klasse. Ja, okay, ich meine, wer in der Situation sich befindet, der hat natürlich immer die entsprechende Kritik auch gegen sich. Aber
Sag mal so der Unterschied, darauf wollen Sie auch so wahrscheinlich ein bisschen eingehen, ist eigentlich, dass ich in der Türkei Spieler habe, die sich wirklich mit Haut und Haaren mit ihrem Verein identifizieren. Und was ich mal so aus der Ferne, ich kenne die Dinge beim 1. FC Köln nicht so genau, so ein bisschen vermisse, der 1. FC Köln hat sich für mich etwas mehr zu einem Legionärsteam entwickelt und es ist nicht mehr so die totale Identifikation da. Sie kennen diese Wohnprobleme und auch die Sprachprobleme innerhalb der Mannschaft. Ja, müssen aus Wohnung so nach Belgien. Ja, richtig. Aber haben wir ja Verständnis für. Sind die türkischen Spieler auch so, sagen wir mal, verwöhnt oder so hoch bezahlt wie hier in Deutschland? Relativ gesehen sind sie auch so hoch bezahlt, weil das Einkommen natürlich ganz andere Verhältnisse aufweist als hier in Deutschland. Das heißt, der durchschnittliche Jahresverdienst in der Türkei liegt ungefähr bei 6.000 bis 7.000 Mark. Und wenn dann so ein Spieler 150.000, 200.000 Mark verdient, ist er natürlich proportional gesehen viel, viel größer. Insofern sind sie natürlich auch vom Gehalt her verwöhnt, aber von ihrem Verhalten her nicht. Das heißt also, wenn wir manchmal über das Land fahren mit dem Bus 6,5 Stunden, aber nicht hier mit dem Bus, wo du die Beine hochlegst und ein Video dran hast, sondern da hast du richtige Kutschen und Straßen, wo du durchgeschüttelt wirst wenn du rauskommst, dann musst du erstmal die Knochen wieder sortieren. Da murrt keiner, da würde nie einer was sagen. Hier würden drei Spieler ankommen und würden einen Bandscheibenvorfall melden nach so einer Busfahrt. Ja. Wie lange bleiben Sie noch in der Türkei? Haben Sie schon einen neuen Vertrag? Im Fußball ist es eigentlich so, dass die Verträge jährlich, zweijährlich oder dergleichen abgeschlossen werden. Mein Vertrag geht bis zum Ende dieser Saison. Trotz dieser ganzen Berichterstattung, die auch hier rübergekommen ist, gibt es eigentlich im Verein aber überhaupt keinen Grund, an der Vertragserfüllung irgendwelche Kritikpunkte anzubringen. Es gibt natürlich viele, die etwas anders sehen, aber Sie haben ja, was Ihre Sendung anbelangt, auch nicht nur Zustimmung. Eben, das ist es doch. Und wie haben Sie gesagt, da zeigt sich die Stärke. Ja. Ja, Sie sind jetzt hier rübergekommen, um hier bei Ihren Eltern mit der Familie Weihnachten zu verbringen? Ja, in Deutschland? Sicherlich ist dadurch, dass die Kinder so ein bisschen verteilt sind, so das Weihnachtsfest so ein bisschen das Sammelfest, nicht nur der Gefühle, sondern auch der Kinder. Und das haben wir jetzt uns vorgenommen. Wir treffen uns also bei meinen Eltern. Und okay, ich bin dann eben noch kurz hier vorbeigehuscht, um die Weihnachtsstimmung vielleicht noch ein bisschen auf den Siedepunkt zu bringen. Aber gegen diesen Weihnachtsmännern haben wir ja natürlich keine Chance. Ne? Nee. Finde ich toll, dass Sie die Zeit noch genommen haben. Viel Erfolg. Und trotzdem wäre schön, wenn man Sie irgendwann mal wieder in der Bundesliga sehen könnte. Ja? Ja, das schließe ich nicht aus. Ja. Ich betrachte mich auch so ein klein wenig zeitlich begrenzt im Ausland als Entwicklungshelfer. Und ich möchte auch mit dieser Erfahrung irgendwann auch mal wieder hier zurückkommen. Denn ich konnte auch in dieser Zeit sehr viel an Ruhe, an Gelassenheit lernen. Ich konnte viel von dem Perfektionismus, den ich eigentlich hier hatte, abschreien. Insofern sind wir vielleicht sogar artverwandt. Ich lebe auch sehr viel von Improvisation. Und natürlich muss ich auch eine ganz neue Geldrechnung lernen. Das ist natürlich auch schön, in der Türkei bist du ruckzuck Millionär. Stimmt, mit türkischer Lira. Ja, klar. Ja, ich danke für den Besuch. Schöne Weihnachten und viel Erfolg weiterhin in der Türkei. Vielen Dank. Ja, Christoph Daum, schönen Dank. Sie wissen, wir haben eine schöne alte italienische Tradition übernommen. Und in dieser Tradition singt auf unserer wunderbaren Empore heute der Shanty-Chor Rhein-Möwen Köln. Das schöne und besinnliche alte Weihnachtshafenlied auf Weihnachtshafenwache in unserer Reihe Chore auf Empore.
Der Shanty-Chor Rheinmöwen Köln in unserer Reihe. Kohle auf Empore. Jetzt, meine Damen und Herren, eine Frau, die zu den sexiesten. Sagt man sexiesten? Kann man sexy erklären? Ja. Ja. Zu den. Hey, Roscoe, unser was ist. Frauen des Showgeschäfts gehört und sie ist jemand, der allein durch die körperliche Präsenz eigentlich schon dafür sorgt, dass hier die Voltzahl sich um 400.000 Volt erhöht. Herzlich willkommen, Grace Jones! Fantastische Haare. Ah, thank you. It's one of those battery. Das gehört zu diesen batteriebetriebenen Duracell-Batterien, diese Dinger, die nie aufhören, ja? Die immer nur weitermachen. So. Das heißt direkt Strom aus der Mütze, ja? I can't hear you. Ah, ich kann sie nicht hören. Problem with the earphone? Ja. Ah, vielleicht klemmt die Gummikappe auf dem Hörer. I gotta stick it further in my ear, that's all. Ich muss das wahrscheinlich einfach weiter ins Ohr stecken, daran liegt es. Ah, there we go. Jetzt besser. Perfect. Jetzt ist es perfekt. Diese Mütze ist eigentlich auch ein tolles Verhütungsmittel, weil man kommt gar nicht richtig aneinander ran, als wir uns gerade begrüßt haben, nicht? Yes, yes. It's one ja, of those ganz genau. Things, das ist wie eines von diesen Gummidingern. it's a condom es for ist the head. Ein Kondom für den Kopf, ja. Ja, toll. Wo gekauft? Wo gekauft? Hey! It was designed by a woman called Patricia Fields. Von einer Frau namens Patricia Fields designed. Und ich habe vier von diesen Perücken. Eine hat so eine Art Elvis Presley Locke, eine glüht in einem blauen Licht, also, beziehungsweise glüht im schwarzen, also unter Schwarzlicht. Und dann gibt es eine Perücke mit einer ägyptischen Form. Und die tragen Sie ganz nach Laune? Und so weiter, sagte heute, mache ich einen auf Egyptian, auf mit der Pyramide. Ja. Exactly. Ganz genau, ganz genau. I don't know what I look like in this one. Ich weiß nicht, wie ich nun in dieser Perücke aussehe. Wahrscheinlich wie so eine Babypuppe oder sowas. Ich weiß nicht. Nein, es sieht schön aus, weil es sieht eigentlich auf die Entfernung sieht es gar nicht so künstlich aus. Jetzt, wenn man nahe davor sitzt, sieht man das ein bisschen Kunststoff. Ja, auf die Entfernung sieht es aus. It's great. And yours, eh? Das und ist ihre? Echt. Oh. Ja. Oh, are you sure? Oh, sind Sie sicher? It's so thick. So dick. Es ist, weil I was a horse. Also ich war früher mal ein Pferd. Really? Ja. Can I ride you? Ja. Darf ich mal auf Ihnen reiten? Call me Camilla. Call me Lady Godiva. Nennen Sie mich Lady Godiva. Sie haben einen kleinen Imbiss zu sich genommen vorhin. Noch, war alles okay? Austern habe ich gesehen. Ja, aha, I didn't get enough, though. Ja, allerdings waren es nicht genug. Ich glaube, ich hätte drei weitere Dutzend gebrauchen können. Die sollen ja eine sehr starke, wie soll ich sagen, erotisierende Wirkung haben. Haben Sie Erfahrung auch gemacht oder dämpft es eher? Yes. Oh ja. Normally, when I eat too many of them, normalerweise, wenn ich zu viele davon esse, dann gehe ich wie ein Tiger auf und ab im Raum und schaue mich um und suche mir irgendeine Wand, auf die ich klettern kann. Wall of a man, eine Wand, so wie ein Mann, wie eine Mauer, so etwas. Eine Frau, die so drauf ist und so eine Ausstrahlung, also so eine körperliche Präsenz, das ist... kriegen die Männer nicht fürchterliche Angst, dass sie versagen können, wenn Grace sagt? Well, you like that, huh? Ja, das gefällt Ihnen, nicht wahr? Perverts. Ah, ihr perversen Leute. No, I just grab them and take them. Die anderen, also andere Leute würden einfach die Leute in die Arme nehmen und sie festhalten. Und die Männer haben keine Wahl. Ist der Stöpsel schon wieder rausgerutscht, ja?
No, they have no choice. Ja. Nein, sie haben einfach keine Wahl. Sind Sie ruhiger geworden in den letzten Jahren, dass Sie sagen, ich habe die Discos hinter mir, die Partys hinter mir, ich bin jetzt mehr häuslich oder immer noch jeden Abend auf der Piste? I am still out because ich bin immer noch viel draußen, denn ich fahre ja die ganze Zeit auf Tourneen herum und das ist einfach die Zeit, wo meine Party stattfindet. Ich liebe meine Arbeit. Meine Arbeit ist meine Party. Es stimmt natürlich, dass viele von den Clubs jetzt sich geändert haben. Die Garage, das war ein ganz toller Club und dort wird jetzt dieser Begriff Hausmusik als Musik kam aus dieser Garage, aus diesem Club. Aber aufgrund von AIDS sind viele dieser Clubs jetzt haben geschlossen, weil die Besitzer gestorben sind. Das ist natürlich sehr traurig. Aber man versucht jetzt neue Clubs zu starten. Was ist das für ein neuer Film, den Sie jetzt drehen im nächsten Jahr? New Movie? Okay, I'm working on ich arbeite eigentlich an zwei beziehungsweise drei Filmen sogar. Es gibt einmal eine Folge für die Nachfolge von Nine and a Half Weeks mit Mickey Rose und ich spiele eine Domina mit Kerzenwachs und ich foltere alle Männer da auf meinen Partys. Auch Mickey Rourke? No, he's already tortured. Er wird schon ohnehin ziemlich gequält. Private joke. No, I think that there will be a scene probably where he will be. Es wird eine Szene geben, wo er auch ein bisschen gefoltert wird, aber nicht mit heißem Kerzenwachs, nein. Und der andere Film, the other movie? I think I'm working on another film. Und dann arbeite ich noch an einem anderen Film, wo mein Mann stirbt und ich werde dann Lesbierin oder so etwas. Ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie das läuft. Also eine Komödie. Ja, yeah, great. It's a black comedy. Eine schwarze Komödie, ja, in der Tat. Und dann werde ich meinen ersten Film in Jamaika drehen, wo ich jetzt so ein Bühnenstück für Island Pictures mache. War ein Erlebnis für mich, Sie persönlich so nah zu erleben. Und ich ahne, was Mickey Rourke bevorsteht. Can we get closer? Wir können auch noch ein bisschen näher zusammenkommen. Hey. Sie wissen ja, ich habe diese Austern gegessen. Ja. Ich habe das gerne. Ne? Das ist ja Unterwäsche, die unglaublich eng am Körper sitzt. Are you hot? Eh? No, it's the light. Es war hier drin, ja. Ich weiß, das liegt an der Beleuchtung. Die Beleuchtung. Es tut mir wahnsinnig leid, aber es ist der Schlüssel. Grace Jones, my pleasure to have you with us. Thank you. Yeah, now we hear a great number from you, a great song. Have a nice Christmas, have a wonderful Christmas. Merry Christmas to you too. Auch Ihnen fröhliche Weihnachten. Und mit unserer Band live, Grace Jones, pull up to the bumper. Can I take it? Can I help you? We got it. Driving down those city streets, waiting to get down. You're gonna fix your big machine somewhere in this town. Now in the parking lot garage, you find a proper place. You follow all the written rules, you'll fit into the space. Pull up to the bumper, baby, in your long black limousine. Yeah. Just pull up to the bumper, baby. Driving in between. Pull up to it. Don't drive. Through it. Back in. Up twice. Now that.
up your tire, baby. Up and play around the clock. Why don't you come in? Woo woo. I got lots of space for everyone. One for you, my friend. Oh, whoa. The lines are short, I'll fix you up. Won't you please come on? Shiny, slick machine, you wheel. I got the thing going. My bumper, baby. Ooh, ooh. Just pull up to my bumper, baby. Drive it in between. So much. Thank you. Es ist ganz einfach heute Abend, meine Damen und Herren. Es war eine ganz putzige deutsche Sendung und dann kam Grace Jones. So war das. Ja? Tschüss, danke schön, Wiederschauen.